Leute, es ist soweit. Das Tasting-Video steht an. Gesponsert von Very Tasty, Genuss aus aller Welt. Und ihr bekommt in diesem Video schon das erste Gewinnspiel. Das heißt, einer von euch Glücklichen bekommt ein Care-Package von Very Tasty mit mindestens fünf richtig geilen, leckeren Sachen. Wer sich jetzt wundert, Mensch, von was redet der Typ da? Vor wenigen Videos habe ich darüber berichtet. Ich habe eventuell einen neuen Partner, der sich Very Tasty nennt. Und das ist nicht irgendein Schnickschnack. Das sind so eine Produkte wie hier Dime zum Beispiel, Knabberzeugs, Chips und so weiter und so fort. Also alles, was ihr braucht, um euch gemütlich auf die Couch zu schmeißen, Netflix zu gucken, einen Livestream, möglichst von mir oder irgendjemand anders. Also es passt auf jeden Fall zum Gaming, es passt zum Netflixen, zum Couchen, zum was weiß ich. Vor wenigen Videos, wie gesagt, habe ich darüber berichtet, dass das eventuell mein neuer Partner wird und ich wenigstens einmal im Monat für euch ein Gewinnspiel starten kann, wo ihr ein Care Package gewinnen könnt, wo mindestens fünf richtig geile Sachen für euch drin sind. Was ihr tun müsst, sage ich euch gleich. Ich möchte euch jetzt nur sagen, ich mache jetzt wirklich aus diesem Riesenpaket mit all den Sachen, das mache ich jetzt alles auf, probiere das für euch, das meiste davon kannte ich nicht. Ich probiere es so ein bisschen. Ich sage euch meine Top 3 Favoriten, was ich am geilsten finde. Vergesst nicht, schreibt bitte in die Kommentare vorab, was sind eure Top 3. Und ich sage euch gleich noch, was ihr tun müsst, damit ihr gewinnen könnt, passend zum Kommentar eurer Top 3. Und ihr entscheidet dann, wenn ihr Gewinner seid, soll es ein süßes Paket sein, soll es ein salziges Paket sein oder soll es ein gemischtes Paket sein? Das soweit dazu. Was müsst ihr auf jeden Fall beachten? Ganz, ganz wichtig. Natürlich solltet ihr Abonnent meines Kanals sein. Wichtig ist aber, ihr solltet auch auf Instagram bei mir am Start sein, damit ich euch nachher, oder ihr, wenn ich euch dann in einem Folgevideo als Gewinner bekannt gebe, müsst ihr mir natürlich auf Instagram noch schreiben, dass ihr der Gewinner seid. Und ganz wichtig, Very Tasty müsst ihr auf Instagram folgen. Ich verlinke euch alles und wenn ich den Gewinner dann an Very Tasty weiterreiche, gucken die, ob ihr der Gewinner seid. Und dann funktioniert alles relativ automatisch. Die schicken euch das Paket und alles ist easy. Ich freue mich da mega drauf. Bevor es losgeht, noch ganz wichtig. Ach so, übrigens, sollte das richtig, richtig gut ankommen, werde ich mindestens einmal im Monat so eine Verlosung machen für euch. Eine richtig geile Sache. Und wenn das so gut ankommt, gibt es eventuell sogar von Very Tasty für mich einen Creator-Code. Wovon ihr was habt, dann könnt ihr regelmäßig da bestellen. Und sind wir ganz ehrlich, von all diesen Sachen, die da drin sind und einigen anderen Sachen, landet eh irgendwas beim Einkaufen im Netto, im Rewe oder sonst was sowieso in eurem Einkaufskorb. Also könnt ihr das auch online bestellen. Und es gibt gerade eine Rabattaktion, die möchte ich euch noch ganz kurz vorstellen. Und dann haue ich mir die Birne voll und werde mega fett. Ich habe so Bock drauf. Es gibt nämlich vom 15.03. bis zum 26.03. 15% auf alles außer Boxen und Bundles. Also auf die Produkte einzeln 15%, wer da Bock drauf hat. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Es sind, wie gesagt, ihr seht es ja auch in der Werbung, vieles, was man schon irgendwo aus dem Laden kennt. Also warum nicht online bestellen? Wir sind doch eh alle viel zu faul. Wir hassen doch alle Menschen. Sind wir doch mal ehrlich. Also, warum nicht von zu Hause? Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Ich knall mir das jetzt alles Stück für Stück rein. Ich sage euch, was ich davon halte. Ich sage euch meine Top 3. Und wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, ihr müsst nicht in irgendein spezielles Codewort für den Zufallsgenerator nennen. Ihr solltet auf jeden Fall eure Top 3 einfach mit da reinschreiben. Mir folgen, Very Tasty folgen. Und alles andere. Dann im Folgevideo, in einem der nächsten Videos, werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Also ganz wichtig, egal ob ich ein X-Defined oder Apex-Video mache, schaut rein, schaut, wo ich das Gewinnspiel auflöse. Das werde ich nicht extra noch. Ich mache kein extra Video. Achtung, hier ist der Gewinner. Ganz wichtig. Also ihr solltet meinen Content auf jeden Fall verfolgen. Ansonsten macht es nicht so viel Sinn. Und wir starten jetzt direkt mit dem ersten Produkt. Ich habe so Bock. So. Bevor es losgeht, kleiner Versprecher gerade noch gewesen, Very Tasty prüft natürlich nicht, ob ihr der Gewinner seid, sondern ob ihr Very Tasty folgt. Und wie dann alles abläuft mit Adresse weitergeben, Versand und so weiter, prüft er dann mit. So, wir fangen an mit Pretzel Pete. Davon gibt es, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Sachen. Das sind Brezeln mit verschiedenen Geschmäckern überzogen.
Die Bastelschere von meinem Sohn ist am Start. Pink ist nicht seine Farbe, deswegen ist die Bastelschere bei mir jetzt gelandet. Und bevor ich die Tüte jetzt aufruppe und die komplett zerstöre und dann alles austrocknet, schneide ich die ein bisschen auf. Meine Frau freut sich nämlich schon richtig, dass ich gleich mit einem Riesenpaket runterkomme. Sour Cream and Chive. Bitte schreibt mal, ich habe keine Ahnung, was Chive ist, aber alter Falter. Gott, ich kann jetzt schon. Ich merke jetzt schon, wie ich fett werde. Mm. Das schmeckt geil. Rätseln halt mit Geschmack. Ich kann es aber. Ich sollte aufhören, so viel von einem Produkt zu essen. Alter, das wird nicht gut, ey. Mm. Das schmeckt geil. Ich kann aber nicht deuten, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Absolut nothing. Ich glaube, jeder von uns kennt Dai. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, aber. Verdammt, da ist die Bastelschere. Daim ist natürlich Karamell, purer Zucker. Das sind so eine Drops. Ich gehe krachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das dazu. Ich bin enorm zuckerempfindlich, weil ich nur noch sehr, sehr wenig Süßes esse, sehr, sehr wenig Zucker und dem so ein bisschen den Kampf angesagt habe. Und man merkt, ohne Zucker ist einfach geiler. Macht Sinn, das in dem Video zu sagen, oder? Das ist mein persönliches Ding. Dadurch schmecke ich das extrem intensiv. Deinem Karamellbonbons, Drops. Braucht man, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Natu-Chips, Barbecue. Chips gehen immer. Also Chips, das muss dann auch mal sein. Okay, jetzt habe ich nicht die Bastelschere genommen. Ich sage, also Zuckerentzug, also du kriegst Geschmacksknospen, das kannst du dir nicht vorstellen. Sollte ich vielleicht ASMR machen? Wie sieht's aus? Vorschläge? Vielleicht macht das jemanden an, ich habe keine Ahnung. Barbecue Chips. Kennt man von vielen anderen Herstellern. Auch sehr lecker. Geil. Wir haben Fonzie's The Originals. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was die Leute so kennen. Ich habe es schon mal in einem Laden gesehen, aber das meiste habe ich noch nie angerührt. Mais-Snack mit Käse. Oh, ich liebe Käse. Aber am liebsten auf einer Pizza. 5 Kilo Käse und 500 Gramm Teig. Die sehen witzig aus. Die sehen aus wie Spätzle, so Käsespätzle. Mh. Kenne ich aus einem Konkurrenzhersteller. Habe jetzt keine Idee, wie die heißen. Aber schmeckt geil. Ich bin aktuell. Die kommen auf jeden Fall schon mal in eine engere Auswahl. Mmh, auf die freue ich mich richtig. Bacon Cheddar. Ebenfalls Pretzel Pete. Ist übrigens die Eigenmarke. Auch wenn ich es nicht unbedingt erwähnen sollte, mache ich es trotzdem. Das ist die Eigenmarke von Very Tasty. Übrigens, das sind hier amerikanische. Das sind übrigens Naschereien aus aller Welt. Das ist nicht nur deutsches Zeug. Das ist zum Beispiel aus den USA. Genauer sehe ich einen Produktstempel. Keine Ahnung. Irgendwo aus den USA halt. PA. Was war PA nochmal? Pennsylvania? Ich bin mir nicht ganz sicher. Scheiß drauf. Aufmachen. Rein damit. Cheddar Bacon. Das klingt wie eine richtig geile Pizza. Ich bin genau der Richtige für dieses Video. Mmh. Geil. Ich probiere das wirklich alles zum allerersten Mal. Das Paket steht schon seit über 3 Wochen oder so hier. Und mir tropft der Zahn. Aber ich hatte bis jetzt keine Zeit, das Tasting-Video zu machen. Mmh. Das sind übrigens Seasoned Pretzel Pieces. Also die sind saisonal, die kriegst du nicht jedes Jahr. Steht hier. Und sogar richtig erwischt. Mensch, ich hab's drauf. Oh, die sind auch lecker. Mm. Das schmeckt so ein bisschen wie Pizza einen Tag später, kalt direkt rein. Und Pizza kalt geht immer. Also das meine ich nicht negativ, das schmeckt wirklich geil.
Ich glaube, das wird einer meiner Favoriten. Das ist so ein bisschen Brotchips-mäßig. Und ich stehe so auf Knoblauchbrotchips. Brigitte-Chips. Als Aufstrich auch mega geil. Jetzt habe ich ja doch kaum die Schere von meinem Sohn genommen. Ich mache es trotzdem, ansonsten zerstöre ich jetzt die Tüte hier komplett. Geil. Definitiv. Boah, ist das geil. Das ist halt irgend so was Italienisches. Tomato, Olive, Oregano. Wie sprecht ihr es aus? Oregano oder Oregano? Das gibt richtig Stoff in den Chats, in den Kommentaren. Oh, man kann die ganze Küche essen. Das kommt auf den Favoritenhaufen. Ich brauche jetzt mal irgendwas Schokoladiges, sonst kriege ich eine Macke. Bin ich jetzt schon sicher, wird nicht mein Favorit. Ich bin nicht mehr so Schokoladenmensch. Ich esse zwar gerne mal eine Schokolade, aber mein absoluter Favorite, darf ich das erzählen? Ich mache es trotzdem Rittersport Alpenmilch. Wenn ich schon mal Schokolade esse, aber eher selten. Marabou, Apfelsine krokant. Das klingt nach richtig Fetthüfte. Ich bin gespannt. Die ist richtig dick und ich muss euch sagen, die Preise. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Homepage, aber die Preise sind echt absolut human. Die Tüten und alles, das ist alles nicht die Welt. Also im Laden bezahlst du teilweise mehr, würde ich behaupten, ohne die Prozentaktion. Boah, du machst die Tüte auf. Das riecht so ein bisschen nach Weihnachten. Sehr würzig. Boah, ist die fett, die Schokolade. Seht euch mal diesen Klumpen rein. Die ist riesig. Ein Stück. Okay. Ich würde nie in den Laden gehen und irgendwelche Schokolade mit Geschmack holen. Was soll das? Schokolade hat Schokolade zu sein. Aber Alter, das schmeckt echt gut. Hier steht's auch. King Size. Alter. Die schmeckt echt gut. Ich muss noch ein Stück essen. Das bereue ich garantiert. Ich brauche mal irgendwas zu trinken. Oh, krass. Aber wie gesagt, mein Zuckerentzug sagt mir, Alter, hör auf. Schmeckt geil. Nein, das ist kein Wodka. Apfelkorn. Bone Mama. Habe ich letztens nicht erkannt, die Marke, als ich euch das vorgestellt habe, wo ihr entscheiden solltet, habt ihr Bock oder nicht. Ich esse liebend gerne, wer mal im Rewe oder sonst was ist, soll jetzt keine Werbung für Rewe sein. Aber meine absolute Lieblingsmarmelade, Erdbeermarmelade von diesem Verein, ich könnte mich da reinschmeißen. Also, wenn ich schon mal Süßes mir reinschmeiße, dann die Erdbeerschokolade. Erdbeermarmelade, da könnte ich ausrasten. Okay, in einzelnen Tütchen nochmal zusätzlich verpackt. Okay, ich sehe schon, das Video geht echt lang. Und dann nochmal zwei pro Tüte. Geil. Mega. Das ist perfekter Snack zum Kaffee trinken. Nachmittags, 15 Uhr, die Mutti kommt nach Hause. Kaffeemaschine anschmeißen. Geil. Also für Kaffee und Kuchen, für die Schwiegermutti oder Schwiegermonster von mir aus. Da wird mein Kleiner ausrasten. Er ist noch sehr jung. Der darf nur ganz, ganz selten mal sowas probieren, aber das wird er geil finden. So denn sweet. Das ist halt irgend so ein saures Gedöns. Wo kommt das her? Egal, rein damit.
Das ist aber richtig gut verschweißt. Da weißt du schon mal, hupsi, wie habe ich denn das geschafft? Das fällt auf meine Tastatur und zack, geht das Ding an. Also, das merkst du, das ist kein deutsches Produkt, das ist so genial verschweißt. Das sind so eine kleine Figürchen. Das ist kein Gesichtsausdruck des Ekels, das ist echt mega sauer. Oh, geil. Und danach wird es echt geil. Gibt es mit Limettengeschmack in Grün, Orange? Blackcurrant war Johannisbeere. Empfehle ich jedem, der mal Guinness trinkt mit Johannisbeersaft. Das ist so geil. Zitronengeschmack. Ich versuche jetzt mal noch Johannisbeere. Oh, oh. Oh, ist das geil. Oh, auch wenn es nicht so aussieht. Oh, lecker. Oh. Da bleibt ja ein Film an den Lippen kleben, und wenn du das ableckst, als hättest du einen epileptischen Anfall. Smoky Barbecue McVitie's. Ich denke, das habt ihr auch irgend so ein Produkt, von denen habt ihr bestimmt schon mal im Regal gesehen. Ich wüsste zwar nicht was, aber das Logo kennt man. Das sind so eine Chips. Oh, Alter. Da kannst du richtig ASMR machen. Die sind crunchy. Entschuldigung, knusprig. Bake it, not fried. Ganz wichtig. Nicht gebacken. Gebacken, nicht frittiert. Oh Gott, sind geil. Favoritenlöster. Drei Favoriten habe ich schon, jetzt muss ich tauschen irgendwann. Das mache ich jetzt nicht auf. Ist derselbe Geschmack wie die Daim-Dinger. Einmal groß, einmal klein. Das spare ich mir jetzt. Dann haben wir nochmal Pretzel Pizza Brown Sugar. Da gibt es richtig viele Geschmacksrichtungen. Ich bin so gespannt. Und das ist wirklich übrigens nur ein Bruchteil der Sachen, die so haben. Set kommt noch dazu. Und auch diese Stückchen sehen so geil aus. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja absolut Weihnachten. Halt die Luft am. Ja, brauner Zucker mit Zimt. Ach, Cinnamon, da steht's. Ich hab's gar nicht gesehen hier. Cinnamon. Oh, ich stehe auf Zimt. Milchreis mit Zucker und Zimt und ein bisschen Apfelmus könnte ich mich reinschmeißen. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe Zuckerentzug. Ist klar. Aber zum Snacken wäre mir das. Davon isst du ein paar. Meine ehrliche Meinung, davon isst du ein paar. Aber zu so einem. Oh, ich muss mir eine ganze Tüte reinpfeifen, bin ich eher so für salzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, solltet ihr als Gewinner gezogen sein oder werben. Schreibt vorher schon in eurem Kommentar, soll das Paket süß, salzig oder eben gemischt sein. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oh Scheiße, das war so ein Zuckerschock. Marabu Diamond. Diamond? Marabu Diamond, nicht Diamant. Das ist auch so eine Karamellschokolade, ist auch richtig pervers. Geil. Die ist natürlich genauso riesig, ja. King Size steht auch drauf. Diesmal nur ein Stück. Gott sei Dank habe ich zum Abendbrot nur wenig gegessen. Sonst hätte ich das jetzt nicht geschafft. Mein Problem ist auch, ich kann das nicht langsam essen. Ich muss das richtig in mich reinschmeißen. Am besten schon von ganz weit ins Gesicht und weg.
Pretzel Pete, Honey, Mustard and Onion. Was ist Mustard? Das sieht so ein bisschen honigmäßig aus. Egal. Rein damit. Also dieses Brezelzeugs mit Geschmack überzogen ist echt eine geile Sache. Die sind auch die Farbe, Alter, die Farbe. Au, das habe ich mich gebissen. Die Zwiebeln kommen ja so richtig ekelhaft geil durch. Oh, ich liebe Zwiebeln. Fehlt nur noch Knoblauch, dann gehst du hier richtig ab. Ebenfalls ein Saisonalprodukt. Also fabrikantechnisch ist echt nicht einfach. Ist noch was auf dem Boden gelandet? Rein damit. Cracker Quiz Crisp Thai Sweet Chili Flavor. Das ist so diese typischen Snacks, die du mal eben abends irgendwie so mit Käse oder sowas. Das sind echt geile Sachen dabei. Ich war auf der Seite übrigens, habe ich mal so umgeguckt, da dachte ich, boah, das wäre auch was richtig Geiles in meinem Care Package gewesen. Die Dinger sind perfekt, wenn du wirklich so ein absoluter Durcheinander-Freak bist. Nach so was krassen Süßen wie deinem holt dich das wieder komplett runter vom Geschmack her. So, das ist geil. Das entzieht richtig den ganzen Zucker und diesen ganzen Schokoladenfilm. Oh, die sind ja richtig lecker. Thai Sweet Chili. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das scharf ist. Ich habe irgendwie ein komisches Schärfeempfinden. Ich spüre das nicht so doll wie andere. Aber das ist echt, echt lecker. Kommt auf die Favoritenliste. So, jetzt habe ich hier vier. Eins muss weg. So. Jetzt habe ich, das mache ich zum Schluss auf. Das vorletzte Produkt. Wer auf Bio steht und Alternativen zu Nutella sucht, und ich bin absoluter Nutella-Junkie. Also das ist somit das Einzige, auf was ich selten verzichte, wenn ich schon mal auf Zuckerentzug bin. Aber ab und zu mal Nutella muss einfach sein. Ein Schoko-Bio-Brotaufstrich. Der ist tatsächlich ein bisschen preisintensiver, weil Bio und wahrscheinlich extrem hochwertig, und auch die Verpackung sieht sehr, sehr edel aus. Ist ja nusslastig, logischerweise. Extra einen Löffel am Start. Ich nehme nur ein bisschen, weil so ohne Brötchen mit Butter und so wichtig bei mir. Oh, da schmeckt es. Das sind sogar richtige. Das hast du bei Nutella zum Beispiel nicht. Ich muss die Fremdmarke einfach nennen. Da hast du keine Nussstückchen drin. Also die siehst du zumindest nicht hier. Kannst du richtig auf den Stückchen drauf rumbeißen. Das merkst du richtig. Und ohne Palmöl, das böse, böse Palmöl. Hier, das ist ja so, so böse. Das schmeckt gut. Oh ja. Das wäre bei mir in wahrscheinlich einer Woche, wäre das alle. So. Damals, als ich noch nicht so wenig Zucker mir reingeknallt habe. So. Last but not least, Pretzel Pete Smoky Barbecue. Das klingt nach meinem Favorit. Deswegen zum Schluss könnte ich mir vorstellen. Hier steht übrigens nicht saisonal. Also das ist wahrscheinlich so ein All-Time-Ding, das kannst du immer bestellen. Ansonsten waren die anderen Sorten, glaube ich, alle saisonal. Wenn ich das sehe. Nee, das allererste, das war auch nicht saisonal. Die anderen Sorten waren alle Brown Sugar, Bacon Cheddar und Honey Mustard Onion waren saisonal. Ich liebe Barbecue. Geil. Das kannst du mit einer normalen Salzbrezel oder Salzstange. Das ist ja vom Produkt her, von der Mache her, derselbe Teig, würde ich behaupten. Aber das merkst du fast gar nicht. Und da sind ja teilweise auch mal so eine bombendicken Stückchen drinne. Und eine leichte Schärfe, die hinterher noch kommt, die schmeckt.
Alter. Geiles Zeug, aber ich muss sagen, ich stehe eher so auf das salzige Zeug, weil ich eben das Süße, das kriege ich einfach nicht mehr so runter wie früher. Ich habe mich irgendwann mal überfressen mit dem ganzen Zeug. Was sind meine Favoriten? Boah, das ist echt schwer. Definitiv das schon alleine zum Runterkommen, wenn man zu viel Süßes knallt. Absolut. Und das ist schwierig, weil die sind auch geil. Und die Pretzel-Peets schmecken halt alle geil. Das Einzige, was ich jetzt abwählen würde, weil mir das zu weihnachtlich wäre, wären jetzt die Brown Sugar. Die schmecken geil. Aber für die Top 3, sagen wir mal Top 4, weil von McVitie's, die sind beide richtig lecker. Aber Barbecue muss man halt mögen. Viele mögen Barbecue zum Beispiel nicht. Meine Frau zum Beispiel mag kein Barbecue, aber Knabberzeugs, das wäre wahrscheinlich nicht ihrs. Die sind richtig lecker. Die sind mega krank. Da muss ich gleich nochmal reinhauen. Boah, sind die geil. Die sind mega. Ich glaube, die sind auch mit bei meinen Favoriten. Also so die letzten drei, vier Produkte sind einfach der Hammer. Aber nix aber. Also dieses ganze Schokoladenzeug, das ist mir persönlich einfach. Ich mag es nicht mehr so viel Schokolade zu essen. Es ist mir zu süß. Da sind meine Geschmacksknospen völlig drüber. Das muss man probieren. Leute, schaut einfach mal unbedingt auf der Seite vorbei. Vergesst nicht, auf Instagram zu folgen. Ganz, ganz wichtig. Das wird auf jeden Fall geprüft. Wenn ihr Gewinner seid, gebe ich den Gewinner nur weiter. Das heißt, das Paket landet nicht erst bei mir und ich sende das dann weiter, weil das sinnloses Hin und Her wäre. Die schicken das Paket sofort zu euch. Deswegen, ihr müsst Abonnent sein auf Instagram. Alles andere macht keinen Sinn. Die Produkte sind allesamt mega geil. Wie gesagt, nichts, was man nicht irgendwoher kennt, außer Pretzel Peets auf jeden Fall. Und man sich vielleicht mit der internationalen kulinarischen Süßigkeiten- und Snack-Geschichte ein bisschen beschäftigt. Dann kennt man das meiste wahrscheinlich. Und ansonsten muss ich sagen, ist das eine geile Sache. Ihr entscheidet jetzt so ein bisschen über den Erfolg in Zukunft. Einmal im Monat wird es jetzt erstmal in den nächsten Wochen, Monaten eine Verlosung geben. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze anläuft, weil natürlich auch Very Tasty möchte, dass die so ein bisschen sich auf Social Media weiter verbreiten, auch auf Twitch und hast du nicht gesehen. Schauen wir mal, dass ich da in Zukunft auch ein bisschen kleine Werbung mache und so weiter und so fort. Und wenn sich das lohnt, wie gesagt, kriege ich einen Creator-Code, dann habt ihr was davon. Ich habe was davon. Ihr spart ein bisschen Geld beim Bestellen. Und dann schauen wir mal, wer der erste glückliche Gewinner ist. Wie gesagt, in den nächsten Videos gebe ich das dann schon bekannt. Das Video kommt jetzt aber erstmal raus, läuft ein bisschen erfahrungsgemäß. Sind für solche Videos die Klickzahlen eher gering im Vergleich zu anderen Videos. Deswegen warten wir mal ein bisschen und dann lasst euch mal überraschen, wann ich den Gewinner preisgebe. Und dann sollte sich der Gewinner natürlich so schnell wie möglich bei mir melden, dass so nicht so viel Verzug ist. Und im Zweifel, wenn sich der Gewinner eben nicht meldet, muss ich halt einen anderen Gewinner ziehen. Lasst euch also mal überraschen. Auf jeden Fall eine geile Sache. Danke nochmal an Very Tasty für dieses Care Package. Freue ich mich wirklich mega, mega, dass ich da ausgewählt wurde. Und dann bin ich gespannt auf die Kommentare, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und so weiter und so fort. Das war's von mir. Ciao.